Mein Name ist Ursula Eicker, ich bin Professorin für Bauphysik und leite den Masterstudiengang Erneuerbare Energien. Ich bin hier für die Forschung an der Hochschule für Technik zuständig. Ich bin seit 1993 hier in der Hochschule, also schon ziemlich lange hier, aber das ist auch ein Ausdruck dessen, dass es hier Spaß macht zu arbeiten und immer wieder neue Projekte kommen. Es gibt verschiedene sehr große Herausforderungen gesellschaftlich in den nächsten Jahrzehnten. Da gehört sicher der Klimawandel dazu, aber auch das, was wir in Deutschland als Energiewende bezeichnen. Da muss in den nächsten Jahren ungeheuer viel passieren in allen Bereichen. Das ist schwierig und daher braucht man Forscher und kreative Leute, die Ideen entwickeln, wie das gehen kann und wie man auch alle überzeugen kann, mitzumachen. Weil es ist nicht nur ein technisches Thema, sondern es ist auch ganz klar ein Thema, was jeden Einzelnen angeht. Toll an der Hochschule für Technik ist, dass wir eng zusammenhängen an diesen baulichen Themen, also dass wir uns alle mit der Stadt der Zukunft, mit energieeffizienten Gebäuden befassen und daher ein enger Zusammenhalt nicht nur unter den Studierenden, sondern auch in der Kollegenschaft existiert und wir alle am selben Strang ziehen, dasselbe wollen. Wir wollen nachhaltig werden, wir wollen Klimaschutz voranbringen und das motiviert alle und daher macht es Spaß, hier zu forschen und auch zu studieren. Wir arbeiten hier an der Hochschule seit einigen Jahren an innovativen Stadtprojekten. Das heißt, wie das Internet, die Digitalisierung die Städte verändern wird, wie sich das Transportverhalten, Mobilitätsverhalten ändern wird und auch wie die Städte energieeffizienter werden. Ein großes Neues heißt intelligente Stadt oder iCity. Und da arbeiten wir mit allen Fachbereichen, allen Studiengängen heute schon zusammen.